wir sind mit Schaumform im Mund auf den Platz gegangen und haben uns reingefightet in die Partie und haben da extrem gut dagegen gehalten und dann, wenn wir die Kugel gehabt haben, Fußball gespielt. Natürlich bin ich restlos zufrieden jetzt einmal allein wegen dem Ergebnis. Aber es ist so, dass das Resultat meiner Meinung nach zu hoch ausgefallen ist. Wir waren teilweise, das Spiel war teilweise ausgeglichen. Ich freue mich, dass wir teilweise auch sehr gute Kombinationen gehabt haben. Aber natürlich geht da auch mehr, aber Rapid muss so spielen. Und heute ist das Glück, glaube ich, auch zurückgekommen, weil wir hatten ja oft auch Pech im Spiel. Und wir waren sehr aggressiv und über diese Schiene sind wir gekommen am Anfang. Geht einfach anders nicht, wenn man so lange nicht gewinnt und bin jetzt froh, dass wir gewonnen haben. Ich denke, man hat irgendwie mehr Selbstvertrauen gespürt. Es war irgendwie ähnlich wie beim Cup-Match gegen St. Pölten. Man hat wieder gemerkt, alle wollen den Ball haben, alle spielen befreit auf. Niemand ist irgendwie ängstlich, sage ich einmal, oder ein bisschen zurückhaltend am Platz. Jeder hat sich 100% in die Zweikämpfe reingewonnen und reingehauen und das hat einfach heute einen Unterschied gemacht. Wir spielen alle sehr gern Fußball und ich glaube, heute hat man endlich einen Platz wieder gesehen. Mit der Leidenschaft, mit der Freude, mit der müssen wir auftreten. Und natürlich vor der Kulisse nachher 3-0 gewinnen, nach so einer langen Strecke, wo man einfach nicht gewinnen hat können in der Liga. Das tut verdammt gut und ich freue mich auf meinen erholsamen Schlaf heute. Nach so einer langen Zeit, dass wir wieder mal gewonnen haben, ist natürlich das Schönste. Aber für mich persönlich taugt mir das da auch. Ja, wir sind alle erleichtert. Ich denke, man kann sich schwer vorstellen, wie groß der Druck war. Viel passiert. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt nur nach vorne schauen und das Spiel heute gewinnen. Das ist uns gelungen und deswegen sind wir natürlich heute mal überglücklich, aber wissen auch, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben in der Saison. Wir haben volle Energie reingehaut, der Putre und ich und auch der Athletiktrainer, Physiotherapeut, Masseur. Ich glaube, wir haben diese Woche sehr viel Energie in die Mannschaft gesteckt, die Mannschaft ebenfalls und es ist einfach zurückgekommen. Wir haben uns einmal belohnt, Gott sei Dank. Zwei Coaches haben einen guten Job gemacht die Woche, haben uns den Druck genommen, haben uns Spaß reingegeben im Training und wollten, dass wir Fußball spielen, dass wir eine Freude auf der Wiese haben und glaube ich auch gut eingestellt und motiviert und mich freut es auch für die zwei, dass das mit dem ganzen Team gemeinsam funktioniert hat und dass wir da gewonnen haben. Ja, wie gesagt, wir haben uns Spaß vermittelt, wir haben wieder Spaß gekriegt am Fußballspielen und ja, wie gesagt, wir haben das halt super gemacht. Die beiden haben das diese Woche richtig gut gemacht, wir waren gut eingestellt auf den Gegner, wir waren sind positiv in das Spiel gegangen und ich glaube, das hat man gesehen und von daher. Ja, sind wir wahrscheinlich alle Sieger vom Platz gegangen. Wir müssen nach vorne schauen, wir müssen aber auch jetzt da aufpassen, dass wir nicht zu euphorisch werden. Das war ein durchschnittlich gutes Spiel von uns. Wir haben 3-0 gewonnen, etwas zu hoch meiner Meinung nach. Und wir müssen weiterhin demütig bleiben und wir sind trotzdem dem Verein und den Fans und uns selber noch einiges schuldig.